Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist die Paragraphen-Sylvia mit der nächsten Folge. Meine beste Entscheidung. Und heute habe ich zu Gast einen Masterminder aus meinem Leben, einen aus der ersten Stunde. Von, wir haben es gerade eben ermittelt, wahrscheinlich war es sogar schon 2008 oder so. Ja. Da begann nämlich unser Aufwachen im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung und so und unsere Fähigkeiten überhaupt. Und das war beim Eugen Simon. Und ja, da ich ja, mein Jahreswort ist 2020 ist Verbindung und deswegen habe ich unter anderem auch mit Carsten immer noch Verbindung. Und deswegen interviewe ich ihn heute zu meiner Wahnsinnsfrage, deine beste Entscheidung. Also ich habe grundsätzlich eigentlich nicht so die beste Entscheidung, sondern eher, also viele Entscheidungen letztendlich. Mhm. Und wenn ich jetzt vom letzten Jahr einfach mal ausgehe, da war es die beste Entscheidung, ja, eine Vater-Kind-Kur zu machen. Nachdem ich dann meine Frau 2 Jahre bekniet habe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und das waren die schönsten 3 Wochen, die ich mit meinen Kindern einfach verbringen konnte. Dein Hintergrund kindertechnisch, welche Schar umringt dich da? Die Anzahl 4. 4 Jungs zwischen 5 und 13. Also ist immer ein bisschen Action bei uns. Und wie viele davon sind mit gewesen? Davon waren 2 mit. 50%. Ja. 50%, okay. Und wie lange wart ihr? Wir waren 3 Wochen im Oktober oben an der Ostsee in, ja, genau, wie hieß das Örtchen? Ich weiß nicht mehr. Mal ruhig. Tiefenentspannt. Schön, schön, schön. 150 Meter vom Strand entfernt. Einfach noch herrlich. Das stelle ich mir vor, wenn du schon sagst, du hast 2 Jahre an deiner Frau gearbeitet, dass du das durftest. Frau hat an mir gearbeitet. Ach, die Frau hat an dir gearbeitet. Okay. Weil ich bin doch ein Kerl, ich bin doch ein Mann, ich muss doch nicht zur Kur, mir fehlt doch nichts, ich habe doch nichts, ich bin doch nicht krank, ich bin gesund. Ja, auch so eine Auszeit tut richtig gut. Ja, sollte man machen. Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen so als männliches Wesen. Ich finde, das ist, glaube ich, für meine Zuhörer dann mal, wenn es um Entscheidungen geht, das ist ja eine, die nicht so alltäglich ist. Also ich kenne das aus meiner Praxis. Ich rate das auch vielen Frauen, die sich getrennt haben, wenn sie so am Ende ihrer Kräfte sind, damit ich dann noch etwas Unterstützung habe, damit das ein bisschen leichter geht mit der Trennung, rate ich auch oft, wenn da Potenzial ist, noch so bei der Krankenversicherung, dass sie versuchen sollen, eine Mutter-Kind-Kur zum Übergang in das neue Leben zu kriegen. Und aber das so aus dem funktionierenden, aus der Idylle mit 4 Kindern raus zu sagen, ich war jetzt mit 2 in den Kur, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Auch dann so, ihr habt ja, das ist ja bei euch ganz toll getimt alles, wie das so funktioniert, weil ihr auch beide arbeitet, ne? Richtig, ja, muss alles, also 5-mal die Woche oder 6-mal die Woche Fußballplatz und dann noch Kung Fu und ja, inzwischen durch muss man ja auch mal gemeinsam in den Zoo fahren, keine Ahnung, baden oder sowas, alles dazwischen. Was ist in dieser Kur so passiert? So, oder was war anders, als du zurückgekommen bist? Oder warum war das deine beste Entscheidung, außer dass es einfach eine gute Zeit war? Also ich bin ja mit den Symptomen Stress so kurz vorm Burnout hingefahren. Das war so die Erklärung, die mir den Arzt gegeben hat. Habe da allerdings im letzten Jahr angefangen mit den Dieren, und habe das in dieser Kur, ich sag mal, auf Extreme spielen können. Also so 4-5 Stunden am Tag zu meditieren, einfach nur so, weil man die Zeit dafür hat, weil die Jungs waren tagsüber in der Betreuung. Ich hatte da 1-2 Anwendungen, ja, also ja, irgendeine Gruppensitzung oder ein bisschen Massage und dann war's das. Und den Rest des Tages hatte man auch bewusst die Zeit, Freiräume bekommen. Ja. Und das habe ich zum Meditieren genommen. Und danach war ich dann wirklich nach diesen 3 Wochen extrem tiefenentspannt, voller Energie. Egal was kam, es war
Alles schick, alles gut. Wunderbar. Gab es eine bestimmte Technik, wonach ihr das mit dem Meditieren gelernt habt? Gelernt habe ich es ursprünglich mal aus dem Buch, die 8-Minuten-Meditation oder sowas hieß das. Mhm. Mittlerweile mache ich so zum Einsteigen eine Ich-Bin-Meditation, also einatmen ich, ausatmen bin. Und wenn dann die Gedanken alle schön ruhig sind, dann mache ich eine bewusste Autosuggestion und ja, dann geht's vorwärts. Geil. Ja, also da kann ich schon gar keine, brauche schon gar keine Schlussfrage mehr stellen. Denn das hat ja dann, das hat dann noch mehr in dein Leben gebracht irgendwie, glaube ich. Ja, das letztendlich war es dann so, dass ich dann kurz vor Weihnachten mit meiner Frau mal eben beschlossen haben, dass wir jetzt 2020 ein Haus bauen und haben dann auch alles gleich so weit unterschrieben. Wir brauchen jetzt nur noch ein Grundstück. Also wer ein Grundstück im Raum Stolberg bei Aachen kennt, gerne an mich. Ja, wunderbar. Und ich kenne dich jetzt auch schon so lange und man kriegt ja dann so die Entwicklung des anderen mit und irgendwas war anders jetzt hier, heute, wo du da warst. Und jetzt weiß ich, was es ist. Wir haben über alles Mögliche gesprochen und ganz viel gemacht, aber über das Meditieren hatten wir überhaupt nicht gesprochen. Interessant. Also, meine lieben Zuhörer, ich kann das nur empfehlen, bahnbrechende Sachen. Also, wenn ihr ein Haus bauen wollt, meditiert. Geht dann ganz fix. In Ordnung. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und toll. Ich liebe meine Idee, diese Frage zu stellen.